Und Skelette töten. So, sehr schön. So. Das war eine gute Heilung. Und da ist Geld, 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 Geld. So. Und ja, da scheint es wirklich dann weiterzugehen. Deswegen gucken wir erst einmal hier oben lang weiter. Was machst du? Du machst den Weg zurück auf. Ja, okay, da hätten wir uns das Rumgelaufen sparen können. Okay, hier ist eine Tür. Ja, eine Silbertür und da ist ein Weg weiter nach oben, wenn ich das richtig sehe. Wow. Weg mit dem Spawner und weg mit uns, bevor wir hier getroffen werden. Wow. Genau. Gehen wir mal wieder hier um die Ecke. Und ich glaube, die Stacheln können wir da gar nicht wegmachen. Genau, wir müssen das nämlich so machen. So. Endermünze. Gut. Sehr gut. Also brauchen wir jetzt von hier aus der Richtung erstmal... Da ist erstmal ein Goldschlüssel. Gucken wir mal, ob wir den zuerst kriegen. Scheinbar nicht. Und wir sollten nicht immer im gegnerischen Angriff stehen bleiben, wenn es diese härteren Skelette sind. Die wir übrigens jetzt mittlerweile einigermaßen gut weghauen können. Dank des neuen Stärke-Upgrades oder Schadens-Upgrades. So, rufen wir Schleimer auf den Plan. Okay, der da drüben ist mies. An den kommen wir nämlich nicht als Nahkämpfer. So. So, weg mit euch. So. Silberschlüssel. Genau so einen brauchen wir doch. Aber an dich kommen wir nicht ran. Du kommst aber allerdings auch nicht unbedingt an uns ran, wenn wir hier die unser Schild verwenden. So, sonst ist hier wirklich nichts. Sieht nämlich schon ein bisschen verdächtig aus. Nö. Also ja, entweder sind die Secrets hier besser getarnt als in Akt 1 oder es gibt weniger. So. Hier aktivieren. Dort Goldschlüssel. Jetzt müssen wir hier oben lang weiter. Bloß nicht in die Stacheln reinlaufen. Oder bist du vielleicht ein Secret? Nö. Also ja, ich habe viel weniger Wände zum Zerdeppern gesehen. Beziehungsweise noch gar keine. Dafür sehe ich eine Pyramide. In einer Armory, also in einer Waffenkammer, eine Pyramide. Oh, hau, hau, hau. Und ein Riesenskelett mal wieder. Wow. Weg mit dir. Du hast ein Lebensupgrade dabei. Das begrüße ich doch sehr. Und eine Vendor-Coin. Also ja, diese Mini-Bosse sind eine nette Abwechslung. Vor allem, weil sie uns Stats geben. Wow, wieder viele Skelette. Und ihre Spawner. So, weg mit den Spawnern. Ich sagte weg mit den Spawnern und jetzt weg mit den Skeletten. Okay, da drüben ist auf jeden Fall ein Secret zu sehen. Gibt es von hier aus einen Weg dorthin? Sehe ich jetzt so direkt keinen, außer hier ist vielleicht einer. Nö, ich höre auch nichts. Man hat ja im ersten Akt, wenn man eine Wand zerdeppern konnte, das gehört. Aber hier sehe und höre ich soweit erstmal nichts, wie man darüber kommen könnte. Naja, mal sehen. Vielleicht von der anderen Seite aus dann.
So, wieder sein komisches Banner. Und wieder viele, viele Gegner. Wow. Das ist mies, dass da drüben einer ist, wo wir nicht erreichen können. So, einfach mal rückwärts strafen und sie alle töten. Sehr schön. Und hey, wir haben mal wieder volles Leben. Wow. Weg mit dem Spawner, weg mit euch. Und ein riesiger Edelstein, den wir da gerade rüber geportet haben. Wo wir noch gar nicht rankommen, weil Stacheln im Weg sind. So, weg mit euch. Oh, da ist schon das nächste Ding zum Aktivieren. Das heißt, wir haben es bald auch hier geschafft. Also das Wichtigste auf dieser Ebene haben wir dann auch hier geschafft. So. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Wow, noch so ein Vereisungsteil. Wow, und ein Banner. So, erstmal weg. Weg mit dem Banner, weg mit den Dingern, weg mit den Schleimen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir Spawner ausschalten. Ein Key einsammeln, kurz speichern. Hier sieht das Ganze nämlich ziemlich gefährlich aus. So. Weg mit dir. So, die Dinger aktivieren. Weg mit den Schleimen. Oder den Blobs. So, noch mehr Blobs. So. Jetzt muss ich den Eiser da loswerden. Okay, das geht schon mal nicht so gut, weil überall Skelett-Spawner drumherum sind. So, mal rausrennen aus der Reichweite. Wow. Weg mit euch. Okay, ich sehe es ein, wir sollten uns demnächst mal wieder ein Mana-Upgrade zulegen. Obwohl, wir kommen eigentlich ganz gut mit unserem Mana-Pool aus, den wir haben. So, hier sind noch mehr Blobs. Wow. Robin Hood. Robin Hood, der nicht zielen kann. Vendor-Münze, Schleime, ein Steak, was will ich brauchen? Also ja, ich muss sagen, der da ist ein Witz gewesen gerade eben. So, ein Geschenk, wobei ich immer noch nicht weiß, für was die Geschenke gut sein sollen. So, wir sind wieder vergiftet. Weg mit dem Spawner. So. Wir haben wieder drei Schlüssel. Wow. Weg mit euch. Gucken, dass wir diese blöden Bogenschützen loswerden. So, und dann öffnen wir erst einmal hier. Da ist noch so eine Planke. Ich hoffe mal, wir brauchen nicht nachher alle Planken, um das Spiel zu beenden. Ich laufe schon wieder viel zu weit ab vom Schuss. Merke ich gerade. Ich wollte ja eigentlich in die Richtung hier. Wow. Wieder so eine blöde Fahne. Noch so eine blöde Fahne. Oder so ein blödes Banner eben. So. Also ja, die Banner sind echt nervig. Geld.
Und auf der anderen Seite sind zwei Orangen. Ist hier sonst noch was? Ja, ein Secret. Wow, so eine Art von Secret. Auch die falsche. Also ja, wer noch nicht begriffen hat, wie diese Klappen funktionieren, man muss sie in der richtigen Reihenfolge betreten, sonst hagelt es Bomben. Ja. Und das alles für ein extra Leben. Also ja. Und wir haben da drüben übrigens eine Tür übersehen. Okay, gucken wir erstmal hier lang. Ah, genau, hier ist nämlich noch ein Bronzeschlüssel. So, weg mit euch. Weg mit euch. Und weg mit den Bogenschützen. Okay, hier ist noch ein Save Point. Das bedeutet, hier geht's weiter. So, weg mit euch. Oh, und hier sind wir jetzt an der Stelle. Okay, mal gucken. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Schalter. Aber erstmal dich loswerden. So, du gibst nämlich 5 Health. Finde ich sehr nett, dass du das machst. So, durch mit... Weg mit euch. Okay, dann gucken wir doch mal hier oben weiter, weil da unten scheint es definitiv weiter lang zu gehen, wenn da ein Safe Point ist. Gucken wir uns erst einmal diese Todesfalle hier an. So. Weg mit den paar Skeletten. So, was für einen Weg gibt's hier? Aua. Erst einmal gibt's sehr viele Schleime. Und Skelette. So, weg mit den Spawnern. Schleime sind ja halb so wild. So, Schleime weg. Und das hat mir jetzt was genau gebracht? Ich kann irgendwie die Planke da wegholen, ne? Aua. Au. Ja, also irgendwie muss ich an die Planke da ran. Die Planke da teleportieren können. Ne? Die Frage ist nur, wie? Also ja, hier genau an der Stelle. Aber ich sehe hier weder irgendwelche Durchgangsdinger noch irgendwelche Schalter. Okay. Dann war das auch nur ein unnötiger Umweg. Gucken wir mal, was der Schalter hier unten anstellt, den wir da unten irgendwo gesehen haben. Genau da. Der macht nur hier einen Weg auf. Oh, zu einem Goldschlüssel. Und der macht den Rückweg auf. So, gut. Das heißt, töten. Aber wir haben einen Schlüssel, den können wir da mal benutzen. Und wir müssten noch einen Schlüssel finden, dass wir die letzte Tür auf dieser Ebene noch öffnen können, die ich da vorhin einfach mal so außer Acht gelassen habe. So, wie gesagt, hier ist der Rückweg. Hier waren wir sonst schon überall. Und da ist ein Schlüssel. So. So, hier hinten in Deckung gehen. Wow. Ups. Okay, da bin ich jetzt sehr schnell gestorben.
Das ist übrigens jetzt unser zweiter Tod. Okay, hier ist kein Weg rein. Das sieht irgendwie aus wie eine Secret Area. Deswegen gehen wir einfach mal hier wieder lang. Gucken mal, was wir hier geöffnet haben. Hier nichts. Ah. Okay. Wieder so ein Glücksspiel. Na, dann gucken wir mal. Ein Heiltrank und ein Leben. Gut. So viel dazu. Also ja, es gibt tatsächlich noch hier Orte, die wir zerdeppern können. Wow, das ist nicht so schön. Erstmal weg mit diesem Banner. Und dann jetzt weg mit der Eisstatue. So. Roter Rubin, Vendormünze. Noch ein Trank übrigens. Werden die mir angezeigt? Nö. Schade, dann weiß ich nicht, dass hier noch ein Trank ist. So. Also bis jetzt zwei Tote, einen aus Unvorsicht. Hier ist nichts zum Zerhauen. Hier auch nicht. Ich würde aber gerne an die Planke da oben rankommen. Ist ja nicht so, als ob der eine NPC uns nicht gesagt hätte, dass die Planken wichtig wären. So, weg mit dem Zeug hier. So, Viehzeug weg. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Nöp. Es muss hier aber irgendwas geben. Die Wand da sieht doch verdächtig aus, oder? Ja, so sehen verdächtige Wände jetzt aus. Die Mauern sind etwas anders. So. Aber ich denke mal, damit haben wir jetzt diese Ebene auch abgeschlossen. Nein, halt nicht ganz. Aber da kommen wir von der anderen Seite, glaube ich, besser hin, als wie wenn wir hier einfach wieder zurückgehen. Wir haben nämlich noch einen Bronzeschlüssel für die eine Tür da oben. Nein, du bist keine verdächtige Wand. Da war eine verdächtige Wand. Also, ja, immer mal wieder Wände abchecken gehen. Oh, und wir sind hier noch gar nicht fertig. Aber da kommen wir nicht rüber. Da wäre nämlich noch mal eine Planke. Ich glaube, da kommen wir von der anderen, von woanders aus hin. Definitiv. So, also erst einmal hier. Geld einsacken. Gut. Wie viel haben wir denn jetzt wieder? 2700. Das hatten wir noch gar nicht aktiviert. Gut, dass wir zurückgegangen sind. So. Activated.